Willkommen zurück. Jetzt fügt sich alles zusammen. Bald wirst du die Erde beherrschen. Ja, ja, aber wo ist die Energiequelle, die du mir versprochen hast? Sie ist alles, was wir brauchen. Ich weiß, wo sie ist. Wir holen sie uns von den Mutanten. Den X-Men. Nun gut, ich bin für alle Eventualitäten gewappnet. Ich werde ein paar Mitarbeiter entsenden, um die Quelle zurückzuholen. Ach, sieh einer an. Ich habe Ihnen was mitgebracht, Professor. Das könnte uns bei der Suche nach Magneto helfen. Ich fürchte, Xavier. Das Einzige, was uns das beschert, ist ungewollte Aufmerksamkeit. Oh je. Oh, das klingt nicht gut. Cyclops. Und das sieht nicht gut aus. Jean Grey. Okay. Was steht an? Hört ihr mich? Unsere Sensoren melden, dass die X-Welle angegriffen wird. Begebt euch sofort dorthin, sobald ihr diese Nachricht bekommt. Okay, wir haben jetzt neue Charaktere bekommen. Wir haben Cyclops bekommen und Jean Grey. Was können wir denn machen? Schauen wir doch mal. Also wir sollen uns hier lang bewegen, wie es aussieht. Durch die Vordertür kommen wir wohl nicht rein. Die Vordertür nicht. Ah. Jean Grey kann die Gedanken bestimmter Charaktere kontrollieren. Drück hier B. Ah, da drüben ist... Er kann euch mit seiner eigenen Ohren betäubenden Schreie nicht hören. Bist du wieder Stan Lee, oder? Ah ne, ich muss mich... Ach, der baut was zusammen. Ist ja cool. Ich weiß, was du denkst. Na... Oder kann ich das jetzt? Was ist das? Ach, schon geschafft? Weiß gar nicht jetzt wie genau, aber ich hab's geschafft. Danke! Ich war schon fast Toast! Verbrannter Toast! So. Jean Grey kann ihre Kräfte auch einsetzen, um bestimmte Lego-Strukturen zu bauen. Zum Henker. Okay. Ach, ich muss das hier. Ah, das ist ja cool. Wie bei Star Wars, Lego Star Wars. Und man kann auch so mit Gedanken. Wenn es so einfach wäre. Jetzt habe ich's. Ach, ein X müssen wir bauen. Alles klar. Und jetzt. Und da rein. Nana? Professor Charles Xaviers Institut für höheres Bildungswesen, wie der offizielle Name lautet, ist ein gewöhnliches Internat. Doch in Wahrheit dient es auch als Heimat und Zuflucht für junge Mutanten mit außergewöhnlichen Kräften. In anderen Worten, die X-Men. Die X-Men. Ist wirklich cool, eine Ansammlung. Los, wir müssen die Studenten retten. Oh wei, was ist hier los? Oh, wieder riesig. Guck mal. Wer ist denn da oben? Cyclops, Jean, ihr müsst alle gefangenen Studenten befreien. Wer ist denn da oben? Da oben rechts? Wer winkt denn da? Macht euch keine Sorgen um mich. Ich bin im Cerebro-Raum sicher. Mit einem mächtigen Objekt. Warum kämpfen wir denn da? Öffnet die Fluchttunnel, damit die Studenten in Sicherheit gebracht werden können. Die ist ja Fluchttunnel ist natürlich versteckt. Findet und öffnet sie schnell. Weg, weg, weg. Magneto würde die Schule nie angreifen, wenn es nicht sein müsste. Bringen wir die Studenten in Sicherheit. Okay. Ich will aber das Goldene hier haben. Genau. Bestimmte Gegenstände kannst du nur mit Hilfe von Telekinese bewegen. Na? Sieh einer an. Klick. Okay. Ah, die Studenten können wir jetzt da reinwerfen. Alles klar. Das ist ein Fluchtraum, ich verstehe. Oh.
macht er jetzt? Ah, ich kämpfe gerade mit dir. Mit wem kämpfe ich denn gerade? Ah, doch mit Cyclops. Kann Cyclops nicht auch fliegen? Nee. Ich dachte, der kann auch fliegen. Okay, hier ist Feuer. Hier können wir was bauen. Sehr gut, da können wir die Treppe wieder ganz machen. Wer ist denn da oben? Oh, der verbrennt ihm die Füße. Guck mal, er tanzt. Aha. Sehr cool. Hier sind noch ein blauer. Hier können wir die Pflanzen vielleicht? Der Kamin sieht auch aus, als ob man ihn zerstören könnte. Und da ist Cyclops drauf, Xavier ist drauf, Jean Grey, Iceman und Wolverine. Nee, oder Mystique, wer ist denn das Blau hier vorne rechts? Das Blau. Also auf dem Bild, ne, gucke ich gerade. Ich gucke mir gerade das Bild an. So, wie kommen wir jetzt dahin? Also ich glaube mit Jean können wir hier langlaufen, genau. Mit euren Kräften solltet ihr bestimmte Objekte bewegen können. Alles klar. Ja. Wow. Und jetzt können wir Feuer frei. Ah, ein X müssen wir wieder formen. Sehr gut. Ah, klasse, es geht vorwärts. Und ranziehen. Und die nächsten Studenten können abbauen. Oh oh. Wer kommt denn jetzt? Ich bin Juggernaut. Juggernaut. Wie er abgeht. Der ist ja voll aggro. Okay, mehr Bösewichte. Das Schwert hat gegen mich, oder die Statue hat eben gegen mich gekämpft. Was ist mit dem denn? Das sind böse Studenten hier oder sowas. Guck mal, das Schwert hier. Da, der haut. Sau cool. Daher kommen Steine raus. Das Schloss können wir aber aufschmelzen. Genau, immer her damit. Und wieder zusammenbauen. Auch wieder ein X, alles klar. Yeah! Okay, ist auch noch ein paar Steine, aber wir können mal hinterherlaufen. Vorsicht, Gene. Er muss hier irgendwo sein. Er kann sich doch gar nicht so verstecken, oder? Okay, hier können wir abspeichern. Klick, 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 klick. Ja, machen noch ein bisschen weiter, oder? Oh! Hier bin ich! Er ist total gestört, guck mal. Was ist denn sein Problem? Episch. Der Typ. Der Hammer, der absolute Hammer. Na? Okay, da kommen wir nicht rein. Wir können zwar hier die ganzen Schränke zertrümmern, aber das hilft uns ja nicht weiter. Ah. Ah, den können wir jetzt da hinschicken. Der baut jetzt hier eine Vorrichtung. Und wasserfrei. Wassermarsch. Oh. Alles klar. Ja, die Jean, die hat schon echt Dampf. So, das Bett noch zerstören. Ist auch kurios, ne, dass wir riesen. Wir wollen zwar helfen, aber zerstören dabei erstmal die komplette Einrichtung. Servus. Oh. Was hast du die jetzt in den Boden gestampft? Will ich kopfüber in den Boden stampfen. Überall die ganzen Coins. Ja, guck mal, wie viele hier sind.
krass. Ah, noch mehr. Sitzt da einer auf Klo? Ne, sah nur so aus. So, was haben wir denn hier? Okay, kein Problem. Machen wir erstmal hier die Einrichtung noch schön kaputt. Gibt ja echt einen Haufen Punkte. So, hier auch noch. Kleine Statue noch mitnehmen. Okay, das ist was Goldenes wieder. Das ist was für Cyclops. Ah, ich verstehe. Man sieht schon direkt wieder. Und Feuer frei. Da wären wir. Toad. Ach, der mit der Zunge ist das. Lass mich runter, du Schleimkröte. Storm. Bist Storm. Du okay? Storm ist da. Haben wir da irgendwie... gesagt, ein Sturm wird kommen. Oh. Ein Sturm wird kommen. Storm. Ist ja cool. Oh, oh, oh. Die armen Studenten. Juhu. Die sehen auch richtig, richtig klasse aus. Schaut mal, ne? Mit den weißen Haaren und dann dieses, der coole Umhang, den sie da hat. Klasse. Also, wir gucken erstmal ein bisschen was einsammeln wieder. Auch ein bisschen, damit Storm mal gleich reinkommt, ins Gefühl. Oh Gott. Auch mal gleich mithelfen, ein paar Sachen zu zerstören. Das ist wieder was Magnetisches. Nee. Ich kann über Brände hinwegschweben, schaffen mal, um die zu löschen. Das ist ja cool. Dann gibt es wieder Telekinese hier. Hier sind auch noch Brände. Ah, mit ihr kann ich so Winde verschießen. Wir gucken mal, was sie als Spezialfähigkeit kann. Einmal landen. Ah, die schwebt jetzt immer irgendwie. Kann gar nicht so lange wie die anderen. Ah, sehr gut. Hier sind auch noch Brände. Okay, dann nehmen wir mal Jean, brauchen wir. Denn hier vorne, da brauche ich Telekinese. Okay, das muss da rein. Ah, jetzt habe ich mich selber gekillt, weil ich im Weg war von meinen Telekinese. Hier drüben war auch noch einer, glaube ich. Ne? Oh, hier ist ein Klavier. Ja, nein. Storm auch. Cyclops auch. Der Hammer. Ist ja saucool. Wie sie anfangen zu tanzen. Ich werde nicht mehr, ich sag's euch. Echt klasse. Okay. So, jetzt haben wir alle eingeschaltet. Oder nee, nicht ganz. Jetzt ist er drin. Oh. Das ist doch ein Ding für den Hammer von... von... oder? Oder können wir das auch mit dem Feuerstrahl von Cyclops da bedienen? Zum Aufladen? Ich glaube, das geht auch, oder? Aufladen. Nee. Hm. Ist hier noch was? Nee. Oder Storm? Ich beschwöre. Ja! Ah, die kann das, wenn sie aufgeladen ist. Hoff mal. Klasse, mit Sturm geht das, alles klar. Oh, oh.
da können die abhauen. Das war aber jetzt aufwendig, ne? Für zwei Studenten, die hätten wir auch gerade hochgepackt nehmen können. Bösewichte. Ja, aber nur zwei. Ui. Okay, ich verstehe schon. Hallo, X-Men, meldet euch. Jemand da? Wir hören dich. Keine Zeit zum Erklären. Ich habe die Schule gesperrt, damit die Türen geschlossen bleiben. Ihr müsst euch mit Gewalt einen Weg hindurchbahnen. Ja, ist doch kein Problem. Haben wir doch ratzfatz raus. Ich sehe doch jetzt schon genau, was wir machen müssen. Also, das habe ich jetzt schon mal gecheckt. Das ist doch klar. So. Das ist klar. Muss ich da was drücken? Nee. Ah nee, wir müssen jetzt wahrscheinlich mit Telekinese das rausschrauben. Das wird da reingeschraubt. Wow. Genau, und dann gehen wir zu Storm. Ups. Einmal wieder aufladen. Ja, da kriegen alle mal einen Schlag weg. Und? Na also. Gibt aber auch zwei Lösungswege, habt ihr gesehen? Auf der anderen Seite war ja auch noch ein Teil. Das hätte man auch noch anders lösen können, die ganze Geschichte. Klasse. Jo, na dann wollen wir mal raus. Checkpoint. Na dann. Sehen wir uns morgen, würde ich sagen. Ciao, ciao.